Hallo und herzlich willkommen, liebe 3D-Druck-Freunde, hier bei Willis 3D-Druck-Kanal. Mein Name ist Willi und ihr seht schon, es geht hier um Halloween. Ja, es wird die Zeit, es geht auf dem Oktober los und alle werden so jetzt schon solche Sachen drucken, Halloween-Köpfe, Skelette und. Natürlich interessiert mich das auch, was ihr druckt. Schreibt mir das mal unter die Kommentare. Und ich habe mir gedacht, ich möchte mal ein Projekt machen. Und das hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe so eine Idee gehabt, denke ich mir, ja, bei uns ist das so, wenn die Kinder kommen, ja, klingeln sie überall, du, kennt ihr ja. Ne? Und da habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich nicht jedes Mal rausgehen, sondern ich mache so einen Kürbis, der aufgehen soll, die Kinder können sich was rausnehmen, dann geht er wieder zu. Ja? Und das ist so die Grundidee. Ja? Und was brauchen wir natürlich dafür? Einen Kürbis. Und was brauchen wir natürlich dafür? Einen Kürbis. Und ja, nicht den. Wir nehmen den hier. Ja. Und dieses Projekt ist mit Arduino gesteuert. Macht mega Spaß. Einfach mal hier nur zu testen, was so machbar ist. Mit ein bisschen wenig Mitteln einen schönen Effekt hier erzeugen mit 3D-Druck. Das ist ja das, worauf ich jetzt Bock habe, wo ich euch zeigen möchte. Natürlich werde ich euch auch Material vorstellen, was ich brauche für die Werkstatt, damit ich dann praktisch hier euch solche Projekte auch zeigen kann. Und fangen wir jetzt mal an. Wir wollen gar nicht so lange rumreden, denn ich mache das hier in zwei Teilen, damit das nicht so lang wird. Ich werde euch erstmal zeigen, woher ich diesen Kürbis habe, was wir brauchen, ja. So meine Grundidee, ob das auch so funktioniert hat erstmal. Ich mache das gerne, probiere das erstmal gerne aus. Und dann kommt der Feinschliff, der kommt im zweiten Teil. Da werden wir natürlich den Arduino programmieren. Ja, das ist kein nichts Schwieriges, der ist ziemlich leicht zu programmieren. Da ist kein großer Aufwand. Wir haben hier einen Peer-Sensor, ja, der auf Bewegung, ja, das Kind kommt, es sieht die Bewegung und dann geht hier der Deckel auf. Ja, plus das ich noch einen Rauch haben wollte, ein bisschen Beleuchtung und auch noch einen Ton. All das werde ich versuchen, hier umzusetzen, zu zeigen. Im ersten Teil, wie gesagt, geht es darum, wie ich das im Bambolab geschnitten habe, hier, woher ich die Teile habe. Ich habe ja noch so einen Linear-Aktivator mir besorgt, der praktisch den Kopf hochfahren soll. Ja, das habe ich bei Thingiverse gefunden, denn warum soll man alles neu machen? All das möchte ich euch zeigen, woher ich das her habe. Und es soll eine Anregung sein oder eine Idee, was man so alles mitmachen kann. Und wichtig ist jetzt auch dann, im zweiten Teil habt ihr dann die Möglichkeit, eure Ideen auch noch mit reinzubringen. Schreibt mir deswegen auch hier kräftig in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Oder wenn euch eine Idee einfällt, ey, das könnte man ja auch noch machen, schreibt mir das rein. Und vielleicht versuche ich es noch im zweiten Teil umzusetzen und natürlich auch mit eurem Namen. Gut, aber fangen wir mal langsam an, denn das Projekt ist wirklich, also mir gefällt es, es ist halt einfach sowas, was ich mag, ja. Und was sagst du dazu? Ja, da war ich schneller. Also, ihr seht, das funktioniert. Aber wir wollen natürlich nicht, dass der hier kaputt geht. Und ja, der, erzähl nur. So, und hier seht ihr auch schon den Peer-Sensor, den ich hier benutze. Und es funktioniert. Bam. Klappe zu. Fangen wir an. Natürlich brauchen wir für unser Projekt natürlich einen Kürbis. Und wo geht man da hin? Natürlich auf Mega World. Hier. Und da gibt es zigtausende, ja, Kürbisse. Und ich habe mich aber sofort in diesen hier verliebt. Ja, mit den Blättern dran und so. Das hat mir echt gut gefallen. Und den gibt es aber auch auf Printable, ja, will ich nur mal so sagen, ja. Also, aber hier, den habe ich benutzt und den habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt. Ja, hier seht ihr den nochmal, wie gesagt, kriegt ihr auch bei Printables, also egal wo ihr seid, Link ist in der Beschreibung. Den habe ich mir natürlich jetzt hier ins Bambu-Studio reingeladen und ihr seht, wie groß der ist, ja. Und das war mir natürlich zu klein, also haben wir den skaliert, so groß wie möglich. Ja. Und hier sehen wir schon die ersten Fehler. Und das habe ich dann natürlich so angepasst, dass es dann
optimal passt. Ja. So, der ist nicht ganz in der Mitte. Das ist immer ganz gut, wenn man das vielleicht vorher in die Mitte macht. Ja, dazu markieren, Mitte, zack. Und hier nochmal skalieren, weil da geht noch was. So. So. Soweit war ich dann zufrieden. Was habe ich natürlich gemacht? Ja, der muss irgendwo geschnitten werden. Und ihr seht, also ich finde hier das mit den Wurzeln mega cool. Ja, also das ist doch mal was anderes. Aber hier habe ich gesehen, hier muss ich dann aufpassen, wenn ich schneide. Da habe ich geschaut. Und was wir hier sehen, sind natürlich auch die Blätter. Ja, da müssen wir aufpassen. Und dann habe ich mir den markiert, das Schneidewerkzeug mir geholt, zack. Und dann habe ich erstmal ein bisschen ausprobiert, wie man den am besten schneiden kann, ja, ohne dass man das hier verliert. Und ich habe mich dann entschieden für eine Schräge, so ungefähr. Hier kann man das dann praktisch runterziehen, ja, also dass man hier so wenig wie möglich das Blatt hier, ja, das ist ganz wichtig, dann Cancel, weil hier liegt es dann wieder an, ja, ihr seht, dann hängt es in der Luft und es täte fehlen. Also bin ich dann und habe hier noch ein bisschen mehr Schräge reingebracht und bin hier noch ein bisschen runtergegangen. Aber so habe ich es dann gemacht, bin dann noch ein Stück runter, so, und dann war ich hier, ihr seht, jetzt auf der sicheren Seite. Gut, dann habe ich das einfach geschnitten, zack, bumm, ja, dann hatten wir hier zwei Teile, habe mir noch eine Platte geholt, habe einen Teil rübergeschoben, so, und schon hatte ich den Kopf albiert. Und was wir natürlich jetzt hier noch gemacht haben, ist hier was reinzubauen. Denn ich habe mir ja überlegt, gut, jetzt haben wir ja den Deckel, dann soll der Deckel ja also der hier hochgehoben werden. Und dazu habe ich mir Folgendes ausgedruckt und versucht dann hier das einzusetzen, ein bisschen hier auszuschneiden. Also habe ich hier zwei Quarter genommen, ja, habe mir das angeklickt und das zeige ich euch jetzt gleich im anderen Beispiel, dann geht es schneller. Aber erst zeige ich euch mal, woher ihr, wenn ihr das nachbauen wollt, praktisch, ich sag jetzt mal, den linearen Lift bekommt, ja. Natürlich habe ich dann auch nach einem Linear-Aktuator geschaut und warum sollte man das neu machen, wenn es schon was gibt. Und ich fand diese Lösung hier gar nicht so schlecht, die hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen und somit habe ich die auch genommen. Gibt es bei Zingiverse, ja, und die habe ich gedownloadet, ausgedruckt, dann auch benutzt. Gesagt, getan, ja, wo ich das ausgedruckt habe, den hatte ich ja auch die Maße und habe ich hier dann praktisch ein negatives Teil reingemacht, ja, und hier, damit hier noch ein bisschen mehr Platz entsteht, wenn er sich ausweitet, dass das einwandfrei funktioniert. Ja, so war mein Gedankengang, so habe ich es ausprobiert, gedruckt und ich hatte Glück, es hat soweit alles gepasst. Ja, hier sehen wir schon mal unseren durchgeschnittenen Kürbis, dann hier die Technik schon drinne. Ich hätte sie natürlich auch zeigen können, aber ich zeige es euch mal, weil ich da ein TikTok-Video gemacht habe, habe vergessen, das natürlich euch zu zeigen. So sieht das aus. Hier war dann eine Einsparung, aber das habt ihr ja gesehen. Da habe ich das jetzt reingeklebt. Und jetzt ist natürlich hier auch die Kunst, den Deckel hier genau so drauf zu kriegen. Dass das mittig ist. Und wenn ich den dann hoch mache, dass der auch hoch geht. Das werden wir jetzt hier nochmal testen, hier mit dem Tester. Und dann im zweiten Teil zeige ich euch die Programmierung mit dem Arduino. Dann haben wir hier noch ein paar Teile. Ja, ich schwenk mal kurz rüber. Ja, das wird dann auch nochmal was, was ich ausprobieren möchte. Also, dass da natürlich Nebel rauskommt. Ja, das zeige ich euch im zweiten Teil. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier, dass ich hier den richtigen Punkt finde und der Rest kodieren wir dann mit dem Arduino.
So, ja. Der geht richtig hoch. Ja. Und hier ist jetzt natürlich auch zu testen. Ich muss die Kamera mal ein bisschen zurücknehmen. So, ich habe mal die Kamera zurückgenommen, damit ihr das natürlich auch alles sehen könnt. Ja. Schaut mal, wie hoch der geht, ja, soll. Und das geht sogar noch ein Stück höher. Also ihr seht, das würde einwandfrei funktionieren. Aber ob die Technik jetzt natürlich auch hier den trägt, das wollen wir ausprobieren. Und zwar müssen wir jetzt hier den Mittelpunkt feststellen. Ja, das heißt hier, dass der genau in der Mitte ist, wenn er auch wieder runter geht, dass der auch wieder normal schließt. Ja. Und da werde ich mir hier Folgendes machen. Hier ein Klebeband drauf machen, ein doppelseitiges. Und werde das so fixieren und dann kann ich mir die Umrisse machen und dann kann ich es genau dort ankleben. Ja, und da haben wir dieses Band. Das habe ich bei Action bekommen, recht günstig. Und schaut mal, wie dick das ist. Das ist fast hier, ja, Silikon. Und da schneide ich mir jetzt ein Stück runter und klebe das einfach drauf. Und dann weiß ich, ob das funktioniert oder nicht. Ja. Das wird dann hier drauf geklebt. So. Dann ziehe ich das ab. So. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das hier näher dran kriegen, damit ihr das auch seht. Ja, werde ich jetzt versuchen, das so hinzubekommen, ja, dass das hier passt. So, und dann werde ich das hier ein bisschen anheben und dann einfach mal hier runter drücken. Ja, jetzt hat es Kontakt. So, jetzt mein Trick. Ich hoffe, das klappt, dass das jetzt schon mal ein bisschen backt. Schließe ich wieder den Motor an. Ja, wir sehen, er hebt das schon leicht an. Ja, das sieht doch schon interessant aus. Aber ich habe sogar echt die Befürchtung, dass das zu schwer ist für den Motor. Wobei, runter geht. Aber da sind wir nicht ganz richtig. Schauen wir mal, ob wir hier noch korrigieren können. So, und das ist zurzeit der Nullpunkt von dem Motor. Da kann man noch dran arbeiten. Aber wenn ich jetzt hochfahren möchte, ja, seht ihr, da kämpft er ganz schön. Da muss ich leicht hier helfen. Und da muss ich nochmal gucken. Da wird wahrscheinlich der hier zu schwer sein. So, jetzt schauen wir mal. Er braucht da immer noch eine kleine Hilfe. Zack. Und schon. Also, ich schau mal, ob wir das noch besser hinkriegen. So komischerweise schafft er das. Aber vielleicht brauche ich auch ein bisschen mehr Power vom Strom. Aber das werden wir dann sehen. Natürlich, damit das noch viel unheimlicher wirkt, habe ich mir hier sowas besorgt. Ja, das ist einfach von Lego so ein Nebler. Ja, ihr seht, wie gesagt, hier, schaut her. Und der Vorteil ist natürlich, dass der auch noch Licht hat. Mal gucken, wie ich das integrieren werde. Ja. Ja, sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? Unheimlich. Ja, jedenfalls funktioniert das und das werde ich hier noch irgendwie einbauen. Oder durch den Mund. Ja, sieht auch gut aus. Oder was meint ihr? Ja, beim zweiten Teil könnt ihr entscheiden, wo das rauskommen soll. Ja, vielleicht mache ich auch zwei dran. Aber ich finde das auch nochmal einen schönen Effekt. Jetzt haben wir das soweit alles. Ja, das funktioniert einwandfrei. Ich kann ja mal nochmal anschließen. Natürlich gehören hier noch ein paar Feinjustierungen gemacht. Ja. Wir haben also hier den Pi-Sensor, ja, mit dem Arduino verbunden.
Und wenn ich jetzt hier dran gehe, ja, ihr seht, es funktioniert einwandfrei. Natürlich funktioniert der Nebel auch, ja, guckt, da kommt er raus, ja, seht ihr das? Ja, also das wird funktionieren. Und jetzt kommt das Neue, das war so eine Anregung von TikTok und die Idee hatte ich natürlich auch schon, ja, hier einen Sound mit reinzubauen. Und schaut hier, natürlich könnte man das jetzt über Arduino auch steuern und über einen Qi-Sensor, aber ich habe mir gedacht, ich hole mir sowas. Das ist separat, ja. Ich werde natürlich gucken, dass das auch synchron läuft dann. Und das kann man dann auch für andere Zwecke ja nehmen. Ja? Zum Beispiel für Grußkarten und sonstiges. Ja, das will ich mal testen. Und das alles seht ihr dann im nächsten Video, Teil 2. Dort werden dann alle Feinjustierungen gemacht und natürlich sauber verkabelt. Natürlich brauchen wir auch einige Teile, das will ich euch hier mal zeigen. Wie gesagt, hier für den Linnan brauchen wir hier einen Servermotor, der ist natürlich schon verbaut, zeige ich euch aber, oder unten in der Beschreibung sind die ganzen Links, müsst ihr nicht dort kaufen. Wenn ihr das macht, würde mich das freuen, das unterstützt den Kanal und für solche Projekte. Alles wird natürlich detailliert aufgeschrieben und hier haben wir natürlich hier einen Nebler, ja, das ist der hier von Lego und der ist recht gut und der hat auch einen Schalter. Ich werde es dann später irgendwie integrieren, dass das alles automatisch geht, denn hier, wir brauchen ein Arduino Uno oder baugleich, muss nicht unbedingt der Arduino Uno sein. Auch all das ist natürlich unten in der Beschreibung aufgeführt. So. Dann ist hier der Peer-Sensor, der ist natürlich wichtig, ja, das ist, wenn das Kind kommt, ja, wird es erkannt, dann steuert der Arduino den Motor, dann geht hier der Deckel auf, ja, und der Nebel kommt raus, hier sind natürlich dann später Süßigkeiten drinne, wo sich die Kinder rausnehmen können. Das ist so der Gedankengang. Und natürlich brauchen wir auch hier ein paar Schrauben. Die kriegt ihr im Bauhaus. M3-Schrauben, ja, mal 25. Die sind hier für den Linar. Ja, wie ihr seht, da hat sich schon eine gelöst. Ja. Da müssen wir dann wieder dran machen. Ja, ihr seht, das ist noch nicht ganz fertig. Und natürlich eine Stromquelle. Ja. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Das zeige ich euch aber auch nochmal, wie ich es dann gelöst habe. Und hier natürlich so ein Soundmodul. Auch das werde ich jetzt noch integrieren. Ein Kabel für den Arduino, für die Programmierung. Und hier so ein Tester. Das finde ich immer mal ganz gut. Da muss man nicht immer erstmal ein Arduino anstecken, sondern kann hier den Server testen. Habt ihr ja gesehen im Video, da, ob alles soweit funktioniert. Der hat hier verschiedene Modis. Man kann bis zu 3 Servomotoren anschließen. Also eine ganz tolle Sache. Gut, das war's erstmal zu dem, was wir brauchen. Wie gesagt, im zweiten Teil gibt es detailliert eine Planung, Schaltplanung, dann die Programmierung vom Arduino, wie ich das gemacht habe. Denn ich will ja auch noch warten auf eure Anregung. So, jetzt habt ihr gesehen, was man alles dafür braucht. Ihr könnt mich natürlich unterstützen. Das steht alles unten in der Beschreibung drin. Die Links, ihr müsst ja da nicht kaufen, klickt mal an. Und vielleicht kriegt es ja irgendwo anders da und billiger. Überhaupt kein Thema. Aber ihr unterstützt mich und meinen Kanal für solche Projekte, dass ich da auch wieder was kaufen kann. Und das kostet euch nicht mehr und nicht weniger. Das wisst ihr ja schon. Also hier könnt ihr einen Beitrag machen, mich hier unterstützen für solche Projekte. Im zweiten Teil gehen wir jetzt natürlich dann genauer drauf ein. Wie gesagt,
Da werde ich euch zeigen, wie man den Arduino programmiert. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, der noch keine Ahnung hat mit Arduino, ja, wie ausführlich das machen muss, ja, auch wo ihr die Software herbekommt zum Programmieren. Ja, schreibt mir das bitte rein, wenn ihr das nicht wisst. Dann kann ich auch in diesem Video drauf nochmal eingehen. Und das ist mir auch wirklich wichtig, wenn euch noch eine Idee einfällt, irgendwie Scoopy, ja, richtig horrormäßig, ja, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Vielleicht kann ich es noch mit einbringen. Ihr werdet natürlich auch namentlich erwähnt für die Idee. Also überhaupt kein Thema. Wie findet ihr so eine Idee? Das würde mich auch noch interessieren. Und ja, Sicherheit. Ich habe da schon bei TikTok ein paar Videos hochgeladen zum Teasen. Und da kamen schon die ersten Anregungen. Ja, aber wie ist das, wenn die Kinder Finger klemmen und bla bla bla. Gut, das sind so Sachen, da muss man sich wirklich einen Kopf machen, vielleicht ein bisschen lange, sagen wir, Slow Motion, aber das werde ich dann hoffentlich mit dem Ton machen und ich werde natürlich auch einen Test machen, ob man sich da die Finger einklemmen kann oder nicht. Aber wie gesagt, es soll hier eigentlich mehr oder weniger nur als Idee wirken. Gut, dann freue ich mich, wenn wir uns auch beim zweiten Teil sehen. Wie gesagt, da geht es ein bisschen ins Detail. Ich sage danke fürs Reinschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Willis 3D-Druck. Ciao. Und halt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich freuen über ein Abo, ein Like und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und für alle, die mich noch nicht kennen, demnächst werden mehr solche Projekte kommen. Ja, auch für die, die sich schon beim letzten Video wieder beschwert haben. Ja, Werbung und auch wegen Schweißgerät. Ich sage da klar, bin ich nicht so auf die Sicherheit reingegangen, war vielleicht ein Fehler, aber ich gehe mehr oder weniger davon aus, dass ich, wenn ich als Laie so ein Gerät kaufe und das dann ausprobiere und dieses Gerät werde ich auch verwenden, für, um Rahmen zu schweißen, für lebensgroße 3D-Modelle. Gut, das wollte ich auch nochmal klären, aber in diesem Sinne sage ich danke, schaut meinen Kanal vorbei, da findet ihr das eine oder interessante Video. Und dann sage ich ciao, ich bin raus und bis zum nächsten Video mit euren Ideen. Ciao. Ja, da war ich schneller. Also ihr seht, das funktioniert. Aber wir wollen natürlich nicht, dass der hier kaputt geht. Und ja.